Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Wir fahren heute eine neue Strecke, beziehungsweise so neu ist sie nicht, aber ich habe es mir jetzt neu geholt. Wir fahren den Cathcart Circle, die Strecke rund um Glasgow. Ist so ein kleiner Regionalbahn-S-Bahn-Streckennetz, wenn man das so will. Und ich würde sagen, wir legen los. Und bereiten erstmal den Zug vor. Ich habe vorhin kurz die Einführung gespielt. Ich hoffe, dass ich noch alles drauf habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass ich hier noch alles hinkriege. Der Schlüssel muss doch irgendwo rein. Der muss hier rein. Generalschlüssel ein. Dann wollen wir mal den Richtungswender auf Vorwärts schalten, die Türen aufmachen. Bremsen schon mal lösen. Die ist gelöst, sehr gut. Und das ist heute unser Zug. Jetzt habe ich die Baureihe vergessen. 313? Oh, ist sehr schön. Vergessen, wie die Baureihe heißt. Wenn ich dran denke, schreibe ich es nochmal rein. Schöner Zug von der ScotRail. Passt natürlich auch passend. Ist ja Schottland. Ich mag die Lackierung, muss ich wirklich sagen. Ich mag diese Lackierung mit dem schottischen X drauf. Also Kreuz, dieses Schottenkreuz. Was das darstellen soll, sehr schön gemacht. Also ein bisschen wieder Nahverkehrszug. Auch ganz nett. Viel halten, viel stoppen. Das ist ja... habe ich da ein Talent für? Eigentlich nicht. Geht so. Aber es ist schon mal sehr schön, Glasgow Central. Kann man nicht anders sagen. Ein sehr, sehr schöner Hauptbahnhof. Mit einer der schönsten Hauptbahnhöfe in TSW 2. Es gibt viele schöne, aber der ist auch sehr, sehr schick mit diesen Lampen und so. Der schön gemacht. Hat so einen wirklich alten britischen industriellen Charme, wenn man das so sagen will. Wir warten noch ein paar Sekunden und dann dürfen wir auch schon los. Wir haben hier nicht schnell, ich glaube, wir dürfen auch noch mit 10 ausfahren, nur mit 10 Ausfahrt oder sowas. Also schnell dürfen wir auf keinen Fall raus. Türen zu. Und dann geht's los. Meilen. Also wir haben ja keine großen Halteabstände. Wir fahren die Strecke sozusagen einmal den gesamten Cathcart Circle ab. Das heißt, wir fahren einmal im Kreis sozusagen. Wir fahren von Glasgow Central nach Glasgow Central. Es gibt noch so ein paar andere Strecken. Von nach Nielsen kann man noch fahren und in die andere Richtung auch. Weil dieser Cathcart Circle ist nicht so lang. Hat aber viele Stationen, deswegen man hält, das dauert schon ein bisschen, bis wir das hier abgefahren haben. Auch wenn es nicht lang ist. Wir halten nämlich relativ häufig. Sind auch nicht so schnell. Wir fahren nämlich mit 15 mph erstmal nur aus dem Bahnhof raus. Also wir werden viel halten. Nicht die höchste Geschwindigkeit fahren. Halt so fast ein S-Bahn-Service. Also eigentlich ist es eine S-Bahn. Oder schwer ist wahrscheinlich eine S-Bahn. Finde ich. Ein bisschen viel. Auch eine Besonderheit hieran, kein Kombihebel. Normalerweise in Deutschland ja für Regional- und S-Bahn fährt man dauernd mit Kombihebel. Hier fahren wir mit separater Bremse und Leistungshebel. Das ist auch ein bisschen außergewöhnlich. Jetzt geht es mal aus dem Bahnhof raus. Lass mal hier gucken. Finde ich sehr, sehr schön hier. Am Hauptbahnhof von Glasgow. Und eine Sache ist falsch. Das habe ich vergessen. Die Sache, welche falsch ist, ist natürlich mal wieder die Beleuchtung. So, jetzt sieht das richtig aus von der Beleuchtung her. Perfekt, sehr schön. 20 dürfen wir, wie viel, ja gut. Wir haben, ja, man beschleunigt doch relativ, also der beschleunigt sehr, sehr schön, finde ich. Aber das Problem ist halt, man hat hier am Bahnhof dauernd diese total niedrigen Geschwindigkeiten. Und da beschleunigt man relativ schnell rüber.
C steht für Cathcart. Und jetzt werden wir hier rechts, glaube ich, abgeleitet gleich. Meilen. 30, was haben wir jetzt? 25 mph erstmal. Bin ich mal gespannt, ob wir gleich noch ein bisschen schneller fahren dürfen. Bestimmt. Obwohl, es ist nicht besonders schnell, ne? Aber wie gesagt, so eine kleine S-Bahn-Strecke. Nicht so schnell unterwegs. Ich weiß, glaube ich, Cathcart Circle ist halt auch wirklich langsam, ne? Also von der Geschwindigkeit, hatte ich jetzt schon mal gesagt, wir werden hier nicht schnell fahren. Und das dürfte mit die längste Distanz, glaube ich, zwischen zu Bahnhöfen sein, gefühlt. Weil wir dauernd, ich glaube, wir danach halten wir teilweise jede Meile einmal. Also ich bin selber die Strecke noch nicht gefahren, ich habe sie in Videos ab und zu gesehen. Jetzt sind wir erstmal aus dem großen Hauptbahnhof raus, das ist auch schön. Dann links halten wir jetzt nicht, da dürften wir wahrscheinlich andere Züge halten, die andersrum? Ne, wenn wir aus der anderen Richtung kommen, kommen wir hier auch wieder an. Dann halten wir, glaube ich, an die Bahnhof da links. Es gibt hier auch so Rail-Fan oder Heritage, wie nennt man diese Fahrten, mit diesen alten Diesel-Loks. Ich glaube, das können wir auch nochmal zusammen machen, da hätte ich auch Bock drauf. So. Dann dran denken, dass es kein Kombihebel ist. Ich wollte schon wieder den Kombihebel benutzen. Warum bin ich denn so an Kombihebel gewöhnt? Ja gut, wie es bei diesen S-Bahn-Zügen in Deutschland ist halt alles Kombihebel. Er bremst so. Ich wollte nicht in die Notbremse gehen, ehrlich gesagt. Aber er bremst, naja. Geht. Ein bisschen Bremse muss ich noch gewöhnen. Wie gesagt, ich habe nur kurz das Tutorial durchgespielt. Bin mal gespannt, wie wir den so runterkriegen von der Bremse. Pünktlich sind wir. Und zwar relativ pünktlich. Aber wahrscheinlich, weil wir ab und zu ein bisschen schnell waren. Kann ich mir vorstellen. Können wir schon mal wieder lösen. Stehen nicht abschüssig. Das heißt, wir rollen auch, sollten nicht wegrollen. Oh, wir haben noch ein paar. Die Sekunden nutze ich jetzt. Ich möchte euch nämlich eine coole Sache zeigen. Mit das kurze Collectible in dem ganzen Ding. Hier. So eine kleine Lok. Mit ein paar Pflanzen. Sehr schön gemacht. Jetzt aber zurück. Schnell, schnell wieder in Zug. Türen zu. Türen zu. Türen zu. Türen zu. Und dann kann es weitergehen. Da kommt unser Gegenzug schon. Ich beschleunige ja auch voll durch, also es ist für mich eine S-Bahn, deswegen voll durch beschleunigen. Und jetzt sehen wir schon 700 Yards bis zum nächsten Halt. Das ist echt nicht weit. Eine Minute haben wir dafür. Das sollten wir hinkriegen. Es ist halt wieder so zweigeteilt. Ich bin nicht der größte Fan von diesen zweigeteilten Zügen, ne? Hatte ich ja schon mal gesagt. Ich mag lieber Züge, die eine Frontscheibe haben. Immer diese zweigeteilten Führerstände, dass du auch nur auf der einen Seite rausguckst, gefällt mir nicht so wirklich. Wir waren gerade wieder ein bisschen schnell, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass wir gar nicht mehr 40 fahren durften.
So. Türen auf. Und dann interessiert es mich mal, wie viel oft halten wir jetzt eigentlich. Wir halten relativ häufig. Wir sehen das jetzt hier mal, wir können runterscrollen. Da halten wir überall nochmal. Ja. Das ist also wirklich ein Stopper, der also überall hält, der Zug. Vielleicht können wir es auch gleich mal auf A9 sehen. Ich kann ja ganz kurz mal die Map aufmachen, dass wir es sehen. Wir fahren jetzt hier diesen Kreisel. Also, das sind lauter Stationen. Das ist wirklich nicht lang. Man sieht diese Branchlines, die sind nochmal deutlich länger. Oder diese, wo es dann noch weiter rausgeht. Aber wir fahren jetzt hier den reinen S-Bahn-Verkehr, kann man sagen. Obwohl ich finde, dafür ist er relativ, die Fahrbahn relativ in Ordnung. Wenn man da irgendwie an die S-Bahn von München oder so denkt, die hat einen ziemlich strengeren Fahrplan. Hallo? So, jetzt. Nehme ich die Tür noch offen? Die Türen sind zu, Bremse nicht gelöst. Ja. Und tschüss. Shawlands. 0,6 Meilen. Die Strecke gefällt mir sehr gut vom Design, muss ich wirklich sagen. Also die ist wirklich schön. Ich habe oft gelesen, dass es wirklich eine auch schön anzusehende Strecke ist. Die ist wirklich schick. Der Vorteil ist natürlich, hier fährt man nie so schnell durch, glaube ich. Dadurch konnten die viel Details reinstecken in die Strecke. Erstens, weil die nicht so lang ist. Und zweitens, weil man hier nicht mit so und so viel km/h durchkachelt. Ist das... kann der Computer natürlich auch das besser nachladen und deswegen können hier auch mehr Details reingebaut werden als auf Strecken, wo man irgendwie 200 oder 250 fährt. Wir nähern uns Shawlands. Hier auch ein bisschen höhere Bebauung, Plattenbau. Ist das Plattenbau? Ja, sieht so ein bisschen nobler sogar aus, finde ich. Also nicht nobel, nein, auch nicht nobel. Ist schon Plattenbau. Hör auf. Das ist immer ein bisschen zu spät. 7 Sekunden. Aber alles noch im Rahmen. Ich finde, den kann man echt gut fahren. Das macht der Fahrplan, macht Spaß. Ist entspannt, so ein bisschen sogar. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt so einen richtigen München-Fahrplan. So richtig, ja, jede Sekunde, Millisekunde zählt. Aber ich finde, das Ding kann man gut bremsen, gut fahren. Bremsen, ein bisschen dran gewöhnt, jetzt passt es schon. Wahrscheinlich rausche ich gleich am Bahnhof vorbei. Jetzt wieder alles, ja, alles in Ordnung. Und gleich sause ich wieder am Bahnhof vorbei. Ihr kennt mich. Ich spiele hier es wenig zum ersten Mal. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich am Bahnhof vorbei sause. Ist alles schon passiert. Und ich hoffe, diesmal passiert es nicht. Aber bei mir ist man sich nie sicher. Und kann man nie was versprechen. So, nächster Halt. Pulkshaws East. Und das sind nur 580 Yards. Wie viel haben wir denn dafür? Ja, halbe Minute. Ich glaube, wenn man diese anderen Züge aus der anderen Richtung spielt, dann hält der auch nicht überall. Ich glaube, das sind dann auch so, gibt es auch so Express, halbe Expresszüge, ein bisschen schnellere, die nicht an jeder Station halten. Ich glaube, Nielsen heißt die eine Stadt, die dann noch, oder ich glaube, denkt man, das ist eine Stadt, vielleicht eine Kleinstadt, wo man dann noch starten kann. Notbremse wurde ich nicht rein. Obwohl, es ist nötig, glaube ich, um den runter zu gehen. Ja, okay. Das war ein bisschen sportlicher. Stehen wir noch irgendwie im Bahnhof? Naja, die erste Tür hat es erwischt. Aber wir stehen ein bisschen abschüssig. Ein bisschen die Bremse sollten wir anlegen. Dafür sind wir pünktlich, aber wir haben auch gebremst wie ein Henker. Ist jetzt
ist nicht außergewöhnlich. Wenn man so bremst, ist man pünktlich. Ja, aber dann fliegen halt auch alle durch den Zug. Längszeit und wieder nur 800 Yards. Hatte ich gesagt, dass wir oft halten? Ich hatte gesagt, dass wir oft halten. Es ist eine S-Bahn-Service, eigentlich. Es ist einfach nur ein S-Bahn-Service, finde ich. Nur halt, heißt nicht so, weil nicht in Deutschland. Gibt es außer in Deutschland und Österreich noch irgendwo Züge, die sich S-Bahn nennen? Ja gut, das sind alles keine deutschen Züge. Die heißen dann alle natürlich Englisch, aber gibt es so City? Ja, keine Ahnung. Ja gut, die heißen überall anders. Ne? In Frankreich heißen sie zum Beispiel, also ich glaub, Paris RER sind auch so diese Regional-S-Bahn-Züge, glaube ich. Hier ist es sowas. London, keine Ahnung, London Overground würde ich jetzt als S-Bahn bezeichnen. Gibt es halt in jeder Stadt so eine, also in jeder, vor allen Dingen in europäischen Städten, so eine wirklichen S-Bahn-ähnlichen Züge. In der Schweiz gibt es auch S-Bahnen, die sie so nennen, ne? Ja, gibt es auch. Zumindest im deutschsprachigen Teil der Schweiz. Ja, Bremsen ist heute so. So semi, ne? Der Bahnsteig war so lang. Tür auf. Kamera macht auch wieder nicht so wirklich mit. Aber schön, das ist ein bisschen oberhalb auch der Stadt jetzt. Oder das. Ja. Der Bewohner. Mag ich. Und von der Grafik finde ich die Strecke echt schön. Das macht wirklich Spaß gerade. Dann Bremse lösen, wie gesagt. Stehen abschüssig, ne? Dann die Bremse nicht voll lösen. Türen zu. Bremse voll lösen. Und los geht's. Cathcart, das ist der Punkt, deswegen heißt der Cathcart Circle, so dass die andere Seite, wir sind jetzt ungefähr mit der Hälfte durch, ungefähr, der Strecke und 20 Minuten. Es ist halt wirklich Bremsen fahren, macht aber Spaß, du kommst halt auf dem Bremsen gar nicht mehr raus. Du hast halt immer was zu tun, ne? Es wird nicht langweilig, finde ich, du bremst, du fährst an, du bremst, du fährst an, du bremst, du fährst an, das macht wirklich Spaß. Gelbes Signal voraus. Steck mal ein Cathcart, kriegt man ein rotes. Dass wir da kurz halten müssen. Wir sollten ja relativ pünktlich sein. Dass wir hinter dem Bahnsteig dann ein rotes Signal haben in Cathcart, kann ich mir gut vorstellen. Also müssen wir in Cathcart vernünftig bremsen. Ja, ich wusste es. Oh, was fahren wir hier eigentlich? Lavan hat wieder nicht aufgepasst und fährt mit 40 durch die 20er-Zone. Entschuldigung. So. Hundert Yards, 90, 80, 70. Also dafür, dass ich aus dieser niedrigen Geschwindigkeit gebremst habe, war es jetzt auch keine gute Bremsung. Haben wir jetzt hier, haben wir einen kleinen Moment, ne? Ja, ja. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch so einen Blumentopf haben draußen, dass wir den mal kurz wieder aufstellen können. Ich mag diese Blumentöpfe. So, liebe Blumentöpfe. Ist hier irgendwo einer? Ich weiß gar nicht, was es noch für Sammelobjekte hier gibt. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von dieser... Ach, Zeitung. Ja gut, die Zeitung kennt man ja als Sammelobjekt. Ich weiß, die Sammelobjekte sind manchmal ein bisschen... Ja, sind eigentlich... Das ist kein Sammelobjekt, okay. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Spielerei halt, ne? Ein bisschen zwischendurch. Was ist das? All accounts are recorded automatisch train information. Automated train information. Ach, einfach nur. Ja, okay. Any questions? So ein Info-Point. Gibt's ja bei der DB auch. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben so einen Info-Point benutzt. Das war, als ich mal bei zu Jüngern gefahren bin.
habe ich so eine, irgendwie so ein bisschen eine Rundreise gemacht. Da gibt's, sollte ja auch mal ein Video von kommen, was nie rauskam. Einer der Videos, wo ich mich am meisten darüber ärgere, dass ich das nie fertig gemacht habe, weil ich ein doofer Trottel bin. Wo ich wirklich so eine Rundreise mit durch mehrere, bei mehreren Leuten mehrere Interviews gedreht habe. Und dann habe ich es nie rausgebracht. Bescheuert. Egal. Bringt jetzt aber auch nichts mehr, dass die meisten entweder gar kein YouTube mehr machen. Das wäre ein bisschen aufwendig, das wieder herzustellen. Wir müssen noch die Bremse vorlösen, ne, damit wir losfahren können. Ich habe gehört, das hilft. Grünes Signal, wir dürfen. Ja, auf jeden Fall habe ich da ein Video gedreht. Und das ist nie rausgekommen. Was ich aber jetzt sagen wollte, da habe ich einmal den Infopunkt genommen. Da war nämlich einmal mein Handy leer. Und da musste ich wissen, ob der eine Zug jetzt auch in, weil das nicht dran stand, ob der irgendwie in, ich glaube, der wollte dann in Mainz aussteigen, wäre bei Julian sinnvoll, oder in Frankfurt wird er finden, ich glaube, in Mainz, genau. Und das war irgendwie so ein Intercity. Das war, glaube ich, auch die einzige Zeit, wo ich mal die Rheinstrecke leider mitten in der Nacht gefahren bin, mit einem Intercity. Und dann wollte ich nach Mainz und da stand nirgendwo drin, dass der in Mainz hält. Und ich war mir echt nicht sicher, weil ich auf dem Plan irgendwie gesehen hatte, irgendwo stand das, dass der in Mainz hält und nicht Mainz. Da habe ich einmal tatsächlich mal diesen Infopunkt gedrückt. Hier, verhalten Sie in Mainz. Und dann, jo. Sonst hätte ich das noch nie gebraucht. Aber schön, dass es sowas gibt. Wenn es schon keine Leute gibt, die an Bahnhöfen sitzen. Aber gut, das ist heutzutage auch ein bisschen so ein Infopoint. Ich glaube, das war in Duisburg, wo ich das genutzt habe. Ja. Da habe ich auch damals die Aufnahmen für den Adventskalender, den ich letztes Jahr gemacht habe, gemacht. Also ein paar habe ich ja aus Duisburg gemacht. Die sind aber, die Aufnahmen sind ja selber von vor 3-4 Jahren. Aber an. Naja, ich bin wieder in Notbremse gegangen. Ja, so ein bisschen verbremse ich mich mal mit dem Zug, ne? So ein bisschen. Der ist keine S-Bahn-Bremsung, finde ich, ne? Und es wird ja auch immer gesagt, zum Beispiel die bei DTG sagen immer, oder nicht die bei DTG, sondern ist der Sam, den ich ganz gerne gucke, der auch auf Kernel Failure einen Kanal hat auf Englisch, der sozusagen der, was ist er, keine Ahnung, er ist auch nicht wirklich, einer von den Community-Guide-Typen bei DTG, der sagt immer, die 423 bremst so schlimm. Ich finde die voll gut vor der Bremse. Die finde ich hier vor der Bremse ein bisschen schwierig. Boah, ich kann mich daran erinnern, dass ich 423 mal in München gefahren bin, da habe ich mich auch darauf verbremst. Also, ich glaube, das liegt aber so ein bisschen an mir. Das liegt jetzt nicht unbedingt an den Zügen. Das liegt, wenn man dabei quatscht und sich verquatscht, dann bremst man dann halt auch wie Sau. Nächster halt Cross Hill. Schaffen wir das? Ah, das wird eng. Ein bisschen Verspätung haben wir wohl jetzt. Und dann Leistung raus. 35. Keine Geschwindigkeitsänderung angezeigt. Das heißt, wir bleiben bei der 35. Beziehungsweise jetzt kommen die 30 rein. Die werden hier aber echt nicht angezeigt, die Geschwindigkeitsänderung. Habe ich die ausgeschaltet, dass die nicht mehr angezeigt werden? Das ist die ganze Zeit das Problem, ne? Die Geschwindigkeitsänderungen werden nicht angezeigt. Jetzt werden sie angezeigt. Ha! Ich wundere mich die ganze Zeit, warum fahre ich denn immer zu schnell? Ja, ich habe die Geschwindigkeitsänderung vergessen anzuschalten. Sehr schön. Das Signal konnte ich aber wieder ausschalten. Na gut. Ich habe mal ein bisschen mit dem HUD rumgespielt. Und habe das vergessen, wieder richtig einzustellen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich immer zu schnell fahre und das nicht sehe. Ja, aber gut, hätte auch auf die Schilder achten können, aber wenn man die ganze Zeit damit rechnet, dass es im HUD steht, dann rechnet man halt damit, dass es im HUD steht. So. So, das war jetzt auch keine Profibremsung. Ich will jetzt einmal die Signale wieder aushaben. Darüber. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen tiefer. Ne? Ich mag auch die Strecke, es geht so ein bisschen höher manchmal. Glasgow dürfte ja auch nicht die Stadt sein, die jetzt unbedingt super flach liegt. Deswegen ab und zu ist man dann in den Stadtteil, wo man ein bisschen niedriger fährt. Hier mit den Mauern oder fährt man in Stadtteil, wo man dann ein bisschen höher gelegen fährt mit der Bahn. Also die Strecke gefällt mir sehr, sehr gut.
Und da werden wir bestimmt nochmal fahren. Vielleicht im Stream. Vielleicht hier im Video. Gibt ja auch so eine mit der Claire 66, so eine kleine Güterzugfahrt. Vielleicht können wir die auch mal im Video machen. Das ist noch ein bisschen was Außergewöhnliches ist. So, Bremsen lösen, habe ich gehört, hilft auch ganz gut. So. Dann dürfen wir wieder. Yards. Queen's Park. Da ist doch ein Stadion, ne? Jetzt habe ich vergessen, ob Celtic oder Rangers ist, der im Queen's Park spielt. Liebe Glasgower, hasst mich dafür. Ich habe keine Ahnung. Einer von beiden spielt da. Ich glaube Celtic. Wahrscheinlich ist es jetzt Rangers, oder die sagt, kriegt Ärger. Weil die können sich, glaube ich, sehr gut ab. Nein, überhaupt nicht. Aber logisch, wenn zwei Fußballvereine in einer Stadt sind, ist selten, dass sie sagen, ja, alles in Ordnung. Dann sind da halt noch andere in unserer Stadt. Alles gut. Ist ganz, ganz selten. Also, kennt ihr ein Beispiel, wo zwei Fußballmannschaften, die in einer Stadt sind, sich abkönnen? Also, mir fällt jetzt nichts ein. Es gibt zwar durchaus Vereine, die sich jetzt, nicht totale Feindschaft haben, aber dass die sich wirklich gut abkönnen. Zwei Vereine in einer Stadt? Nö. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es das irgendwo. Wahrscheinlich ja. Aber wüsste jetzt kein Beispiel. So, gelbe Signal als nächstes. Ich glaube, wir kommen auch schon wieder Richtung Glasgow. Könnte sein, dass die nächste Station schon wieder Glasgow Central ist. Bin mir gar nicht so sicher. Kann sein. Lösen. Nee. Pollock Shields East. Wir kommen ja auch noch dieser einen Station, wo wir vorhin dann vorbeigefahren sind, die, wo wir nicht gehalten haben. Da werden wir vermutlich auch noch halten. Also da wir hier überall halten, werden wir da auch halten. Ich habe eigentlich mal Bock, hier ein Szenario zu bauen, ehrlich gesagt. Aus der Strecke. Also aus Glasgow raus, dass man so ein bisschen... Dafür müsste ich aber irgendwelche Lackierungen installieren. Dass man da so ein paar Fernverkehrszüge aufstellt oder so. Britische. Die sind diese Fernverkehrszug, der mit dessen Namen, der Highspeed-Zug, der eigentlich hier auf der Great Western fährt. Ich weiß nicht genau, welche Baureihe das ist. Den würde ich dann gerne nutzen. Der ist nämlich früher überall gefahren. Den könnte man dann in... Ich weiß nicht, welche ist denn das, die Strecke von London nach Glasgow. Den könnte man da vielleicht für nutzen. Da müsst ihr aber gucken, ob es irgendwie eine Lackierung dafür gibt. Und im deutschen Transit-Forum eher nicht. Und ich kenne kein englisches Transit-Forum, wo Lackierungen angeboten werden. Vielleicht selber im DTG-Forum, die haben mittlerweile auch eine... vielleicht kriegt man da auch ein paar Lackierungen. Weil hier mal so ein Szenario zu haben, wo man so ein bisschen so einen regionaleren Zug fährt, hätte ich auch Bock zu. Das wäre halt irgendwie wieder so hinter so einem Regionalzug, mit so einem Fernverkehrszug hinter so einem Regionalzug hinterherjuckelt oder irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. So, hat mir wieder vergessen, die Bremse zu lösen. Na gut, dass ich noch nicht lange TSW spiele. Vielleicht lerne ich es ja auch noch mal irgendwann. 30 mph voraus. Und das wird sich ja vor dem Bahnhof noch ändern. Das war die Station, die ich meinte, weil wir sind nämlich letztes Mal hier, letztes Mal heißt vor 20 Minuten oder so, hier rechts lang gefahren. Jetzt vereinigt sich hier wieder die Strecke. Und dann sind wir gleich schon wieder in Glasgow. Eigentlich eine coole Sache, hier im Kreis zu fahren. Kann man auch gerade Dach machen. Ich hatte ja mal überlegt, echt so 8-Stunden-Streams zu machen, wo man da so eine 8-Stunden-Schicht darstellt. Ob ich da irgendwann Lust und Zeit für habe, muss ich mir mal überlegen. Ich fand die Idee ganz witzig. Und dann hier 8 Stunden im Kreis fahren. Ja gut.
Immer schön Keska Circle, Keska Circle, Keska Circle. Ne? Könnte interessant werden. Und 20, wir werden ja, glaube ich, noch mehr runtergebremst gleich. Warum fahren wir eigentlich jetzt schon 20? Wir können die 25 nochmal rausfahren, sonst kommen wir nämlich nie pünktlich. Eine Minute oder zwei werden wir auf jeden Fall an Verspätung reinfahren. Denke ich mal. Wir nehmen schon mal Leistung raus und bremsen jetzt nur noch. Würde ich sagen. Ein bisschen rollen lassen hier. Im Tutorial hat er gesagt, man soll dann den Fahrtrichtungswender auf neutral schalten, um den rollen zu lassen. Vielleicht ist dann so ein bisschen... Gibt es eine Motorbremse? Weil wenn man im Auto den Gang rausnimmt, dann ist ja das so ähnlich. Dann ist ja auch so, dann rollt man ja auch eher. Oh, erzähl ich jetzt Quatsch. Lang kein Auto mehr gefahren, aber ihr wisst, was ich meine. Früher habe ich das mal gemacht, so Gang rausgenommen und dann rollen lassen. Soll Sprit sparen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber das Problem ist, wenn du dann schnell weg musst, dann ist der Gang nicht drin. Ist natürlich blöde. Und dann machst du doch... Naja, auf jeden Fall, naja, so wirklich funktioniert tut es jetzt auch nicht, dass wir, da müssen wir noch ein bisschen Geschwindigkeit wieder aufschalten. Ein bisschen Leistung aufschalten, nicht Geschwindigkeit aufschalten. Hm. So. Ich guck ein bisschen von außen, ne? Sehr schön gemacht, doch hier alles, scheint nicht sehr viel Graffiti an den Gebäuden, aber in der Realität ist das wahrscheinlich ähnlich. Und wir nähern uns Glasgow. 90 km/h? Ja, dann gib ihm. Ich glaube, das. Gerade 90. Ja, okay. Fahren wir 90. Jetzt, leider ist er nicht hochgegangen. Das wäre schön gewesen, wenn er jetzt kurz auf 90 springen würde. Ja, mit 90 km/h auf dem Kopfbahnhof zu. Ja. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. km/h gleich. Jetzt sind wir... Eine Minute Verspätung werden wir reinkriegen oder so. Aber alles gut. Ich meine, wir sind ja auch manchmal ein bisschen schnell gewesen, ne? Muss man natürlich auch mal bedenken. Nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich bin pünktlich, weil ich so gut bin. Nee, weil ich wahrscheinlich einfach vorhin wie Sau gebremst habe und öfters mal die Geschwindigkeit übertreten habe. Werden wir auch auf der Anzeige sehen. Ja, aber da hätte man vielleicht die Geschwindigkeitsanzeige im HUD anschalten können, bevor man, dann wäre sowas nicht passiert, so schnell. Wir hätten jetzt so ein bisschen weiter rechts haben, weil sind wir da vorhin auch losgefahren. Hier links ist ja so ein bisschen die schönere Halle, die größere Halle, ne? Auch für die Länge. Ich glaube, hier links sind auch so eher die Fernverkehrszüge. Das hier rechts ist ja so, hier so der Regionalhalt. Ich weiß gar nicht, leider ist es oftmals in den Szenarioplanern so, dass man die Fernverkehrs... Gleise links gar nicht nutzen kann. Das wäre natürlich ganz cool, dass man da zumindest irgendwelche Züge draufstellen kann. Aber auf dem Szenarioplaner macht er das nämlich nicht. Vielleicht im Szenarioplaner 2.0. Da kann man vielleicht viel mehr mitmachen. Da freuen wir auch schon drauf, dass man Szenarioplaner 2.0 wirklich deutlich mehr machen kann. Das wäre toll. So. Wir halten relativ weit vorne. Weil der rechte Zug ist richtig bis zum Prellbock durchgefahren. Wir halten jetzt ein Stückchen weiter vorne. So, Tür auf. Und dann sind wir angekommen. Ziel erfüllt. Schauen wir uns die Sache an. Ja, so ein bisschen, ne? Ab und zu ein bisschen schneller, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Wie war die Haltegenauigkeit? Ab und zu schlimm, manchmal in Ordnung. Meistens schlimm. Hier 40 Yards ist nicht besonders gut. Also, auch anders gesagt, relativ schlecht. Also, naja, gut, geht so. Trotzdem eine Goldmedaille bekommen? Naja, gut. Nehmen wir mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier übrigens. Da war ordentlich so schnell. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.